MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising. Heute mit Katharina Sichler. Der 15. Juni ist eigentlich ein Tag wie jeder andere. Doch in Zukunft soll er eine besondere Bedeutung bekommen. Denn ab 2025 wird der Tag den deutschen Militärangehörigen gewidmet. Corbinian Bauer mit den Hintergründen. Ende April hat der Bundestag mit großer Mehrheit den deutschen Veteranentag beschlossen. Michael Bartscher war bei der Abstimmung mit dabei. Da waren wir schon sehr dankbar und das Auditorium, die Bundestagsabgeordneten, die haben sich ja dann uns zugewendet. Wir waren auf der Tribüne und haben dann applaudiert und es war schon ein gutes Gefühl. Wir hatten da etwas erreicht. Dafür hatte Bartscher sich mit dem Bund Deutscher Einsatzveteranen lange eingesetzt. 45 Jahre war er Soldat. Als Brigadegeneral war er unter anderem in Afghanistan eingesetzt. 2014 wurde er in Kabul bei einem Anschlag schwer verwundet. Ein Risiko, was jeder Soldat in Kauf nimmt. Man geht mehrfach in die Einsätze hinein und dann ist man letztendlich dann ein Name. Und der Einsatz kann 4 Wochen dauern. Der kann aber auch, wie in meinem Fall, an die 2 Jahre herangehen, wenn man das alles aufsummiert. Wir sprechen von rund 400.000 Einsatzsoldaten und Soldatinnen. Und von diesen 400.000 wirkt schätzungsweise sind 20% mit einer körperlichen und psychischen Schädigung betroffen. Also rund 80.000 Soldaten haben eine Einsatzschädigung. Wo die Bundeswehr tätig ist, entscheidet der Bundestag. Aktuell beteiligt sie sich mit über 2000 Soldaten an 18 Einsätzen in Europa, Afrika und Asien. Die Streitkräfte stabilisieren dabei Krisenherde, schützen die Schifffahrt und tragen zur Bündnisverteidigung der NATO bei. Im Interesse und Auftrag der Bundesbürger. Das betont Jürgen Eckert, Militärpfarrer in München. Und weil das nicht umsonst zu haben ist, das hat sich auch gezeigt in jüngerer Vergangenheit, brauchst du Menschen, die bereit sind, ihre dazu beizutragen, die ihr Privatleben, ihre persönlichen Rechte, die sie haben, einschränken lassen, um ein größeres Ziel zu erreichen, nämlich die Freiheit und Sicherheit. Der Wunsch nach Anerkennung durch die Mitbürger, wie sie in vielen anderen Ländern ganz normal ist, sei da nur verständlich, sagt Seelsorger Eckert. Wer einen Dienst für die Gemeinschaft leistet, der soll auch wahrgenommen werden. Ich glaube, das ist ein sehr nachvollziehbares, sehr grundlegendes Bedürfnis. Mir erzählen Soldaten von Erlebnissen, dass sie öffentlich angegriffen, angespuckt, angegriffen mit Worten werden. Der Veteranentag möchte Wertschätzung ausdrücken. Es ist ein schöner Unterschied, ob ich mich am Hauptbahnhof in München rechtfertigen muss, dass ich Uniform trage, oder wenn jemand sagt, du tust einen Dienst für unsere Gemeinschaft und deshalb bedankt sich die Gemeinschaft durch Aufmerksamkeit. In der Gesellschaft soll durch den Veteranentag ein besseres Verständnis für die Arbeit von Soldatinnen und Soldaten entstehen und ihr Einsatz gewürdigt werden. Nicht nur der aktiver Militärangehöriger, sondern auch der ehemaliger Soldaten, unabhängig davon, ob sie im Einsatz waren oder Wehrpflicht geleistet haben. Gemeinsam mit dem Veteranentag hat der Bundestag darüber hinaus eine bessere Versorgung von Soldaten beschlossen, die im aktiven Einsatz waren. Ein lange notwendiger Schritt, sagt General Bartscher. Diese Menschen haben natürlich auch traumatische Erfahrungen erlitten. Das hat auch nicht jeder gut verarbeitet. Und wir spüren heute, dass viele Menschen, die auch aus der Bundeswehr aufgrund ihres Zeitarbeitsverhältnisses ausgeschieden sind, nach vielen Jahren plötzlich feststellen, dass etwas mit ihrer Psyche nicht stimmt. Für die Betroffenen und ihre Angehörigen eine schwere Belastung. Auch darauf soll der Veteranentag aufmerksam machen. Es geht nicht um eine Bevorzugung innerhalb der Gesellschaft, keine patriotische Glorifizierung, sondern um ein Mindestmaß an Anerkennung, wie zum Beispiel auch Feuerwehr und Polizei sie bekommen, fordert Bartscher. Es sind alles Menschengruppen, die sich für die Bundesrepublik Deutschland, für unsere Gesellschaft engagieren und einsetzen. Sie verteidigen Recht und Freiheit und wir machen das im Ausland. Offiziell gibt es den Deutschen Veteranentag erst ab 2025, aber auch dieses Jahr gibt es schon eine Feierstunde im Deutschen Bundestag unter Beteiligung des Bundes Deutscher Einsatzveteranen. Corbinian Bauer für das MKR. Egal ob Pflegenotstand, Landesverteidigung oder Katastrophenschutz. In zentralen gesellschaftlichen Bereichen fehlt es einfach an Personal. Woher aber nehmen, wenn nicht stehlen? Verteidigungsminister Boris Pistorius hat in dieser Woche für die Bundeswehr eine mögliche Lösung vorgestellt, den Auswahlwehrdienst. Das heißt, Männer ab 18 werden gemustert und müssen einen Fragebogen ausfüllen, werden dann aber nicht gezwungen, zur Bundeswehr zu gehen. Trotz solcher Pläne werden aber auch immer wieder Stimmen lauter, generell ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr für Frauen und Männer einzuführen.
Ob Zwang wirklich Sinn macht, das klärt mein Kollege Paul Hasel für Sie in der neuen Ausgabe von Total Sozial. Und Paul ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Paul. Hallo Katharina. Paul, wir schauen ja immer im MKR, welche Vorschläge aus der Kirche zu Zukunftsfragen kommen. Wie halten es denn dann jetzt kirchliche Verbände beim Thema verpflichtendes Gesellschaftsjahr? Das kann man ganz einfach beantworten. Die lehnen das rundum ab. Allen voran der BDKJ und seine Mitgliedsverbände, wie zum Beispiel die katholische Landjugendbewegung KLJB. Zu Gast bei mir in der Sendung ist der KLJB-Landesvorsitzende Franz Wacker und der betont, dass wir ja schon etwas haben, das funktioniert. Die Freiwilligendienste wie das Freiwillige Soziale Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst. Für die müsste es mehr Geld geben, sagt er. Aber natürlich ist das Gegenteil leider der Fall. In diesem und kommendem Jahr werden die Gelder für die Freiwilligendienste kräftig gekürzt. 113 Millionen weniger werden es sein. Uff, eine Menge Geld. Sind denn Freiwilligendienste effektiv? Ja und nein. In populären Bereichen wie dem Rettungsdienst zum Beispiel gibt es mehr Bewerber als Stellen. Dann aber im Hospizbereich oder Katastrophenschutz sind es dann doch zu wenige junge Menschen, die sich dafür interessieren. Unbestritten ist aber, dass die Freiwilligendienste junge Leute wirklich fürs Leben fit machen. Das bestätigt auch Lina Edelwirth. Mein Kollege Corbinian Bauer hat die junge Frau für die neue Total-Sozialausgabe getroffen. Sie absolviert gerade bei den Maltesern ihr freiwilliges soziales Jahr im Rettungsdienst. Ich glaube, jeder würde davon profitieren, egal ob man jetzt danach in diesem Bereich arbeiten möchte oder nicht. Ich kann es jedem empfehlen, weil mir persönlich hat es auch charakterlich sehr viel gebracht. Ich bin sehr viel selbstständiger geworden. Ich habe ganz viele neue Leute kennengelernt, ganz viele Erfahrungen gesammelt. Nun empfehlen kann ich es jedem. Also Freiwilligendienste bringen junge Menschen tatsächlich weiter. Aber wenn wir jetzt nochmal zurück auf das verpflichtende Gesellschaftsjahr schauen, gäbe es denn dafür eine Mehrheit in der Bevölkerung? Ja, zumindest wenn man dem Ehrenamtsmonitor der Malteser glauben darf. Der wurde im vergangenen Jahr vorgestellt. Demnach sprechen sich 62% der Befragten für ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr aus. Und was mich besonders überrascht hat, sogar 45% der unter 24-Jährigen befürworten ein solches Dienstjahr. Also einen breit aufgestellten Widerstand dagegen kann ich nicht erkennen. Mhm. Und was macht man jetzt damit? Also was wäre jetzt die Lösung? Aus Sicht von Franz Wacker, Freiwilligendienste nicht finanziell kürzen, sondern finanziell stärken und, das ist ja eine Forderung, die auch schon lange im Raum steht, endlich Berufe wie Pfleger oder Krankenhauspersonal besser bezahlen. Dann könnten gerade in diesem Bereich Löcher gestopft werden. Geld muss so oder so in die Hand genommen werden, erst recht für Zwangsdienste, die den Steuerzahler auch wahrscheinlich teurer kämen. Dann danke dir, Paul. Noch mehr Pro und Contra zum verpflichtenden Gesellschaftsjahr dann heute Abend bei dir in Total Sozial, gleich nach dem Gottesdienst ab 19 Uhr hier bei uns im MKR oder überall da, wo es Podcasts gibt. So ein bisschen fühlt es sich schon wieder an wie ein Sommermärchen, oder? Und wer jetzt sagt, zum richtigen Fußballfeeling gehört für mich, dass ich nicht allein schaue, für den haben wir jetzt was. Public Viewing gibt's nämlich auch dieses Mal wieder in St. Martin in München-Moosach. Das ist die Pfarrei vom ehemaligen bayerischen Sportpfarrer Martin Cambensi. Das heißt, der Pfarrsaal wird ein bisschen dekoriert und zur Arena umgebaut. Und dort werden halt dann bestimmte Spiele, also meistens die Deutschlandspiele und dann die wichtigsten von den weiteren Runden, werden dort angeboten. Man kann kommen, man kann was zum Trinken kaufen. Und das wird tatsächlich auch von unserer Pfarrei so ganz gut angenommen. Und natürlich kommt der Pfarrer auch regelmäßig zum Schauen vorbei, denn er findet, unser Public Viewing verbindet. Vielleicht ist ja das Schöne am Fußball, dass er verbindet, dass er Menschen zusammenführt. Menschen ganz unterschiedliche Einstellungen, auch natürlich auch Herkunft, was sie verdienen und jung und alt. Es lenkt ein bisschen ab von Alltagsfragen, von Alltagsproblemen und ist halt einfach eine schöne Treffpunktmöglichkeit. Ja, und jetzt wollen wir natürlich auch noch einen Tipp. Wie geht's denn aus für unsere Elf? Wenn sich der Neuer wieder da fängt und der Groß gut rauskommt, dann ist mindestens das Halbfinale drin und wenn das Halbfinale drin ist, ist auch das Finale drin und wenn das Finale drin ist, ist ja auch die Europameisterschaft drin.
Ja, dann sind wir einfach mal gespannt. Und wer nicht alleine schauen will, Public Viewing in St. Martin in München-Mosach. Und wenn das Spiel mal nicht ganz so spannend ist, das mag ja vielleicht auch mal vorkommen, der kann draußen dann in der Zeit auch eine Runde selber kicken. Ja, jetzt im Frühsommer und auch gerade in den letzten Tagen hatten wir es wieder. Es ist die Zeit für Gewitter mit Blitz und Donner. Große Angst haben von uns die wenigsten davor. Früher sah das aber ganz anders aus. Da läuteten dann ganz oft die Glocken, sobald ein Unwetter nahte. Zum Wetterläuten jetzt mehr in unserer Rubrik Stichwort Kirche. Stichwort Kirche. Heute das Wetterläuten, erklärt von Willi Witte. Das Wetterläuten ist ein alter Brauch, der in manchen Pfarreien im Erzbistum München und Freising immer noch praktiziert wird. Ist ein Gewitter im Anmarsch, eilt der Mesner in die Kirche und läutet die Glocken. Oder auch nur eine einzelne bestimmte sogenannte Wetterglocke. Ab dem 15. Jahrhundert bekommen diese Glocken Inschriften, die böse Geister oder Dämonen vertreiben sollten. Die Lebenden schütze ich, die Toten beklage ich und die Unwetter verjage ich, heißt es auf mancher Glocke. Im Volk herrscht seit Jahrhunderten der Glaube, dass mit dem Läuten der geweihten Glocke das Unwetter vertrieben werden kann oder dass es zumindest nicht so lange dauert. Damals waren die Menschen dem Wetter noch hilflos ausgeliefert. Es gab weder Blitzableiter noch Versicherungsschutz. Und so ist das Wetterläuten die letzte Hoffnung, um die Vernichtung der Ernte und eine Hungersnot oder den Blitzeinschlag in die Häuser zu verhindern. So läutet der Mesner, bis der Himmel wieder blau ist. Früher musste er sich dazu mit ganzem Körpergewicht ins Glockenseil hängen. Heute funktioniert das per Knopfdruck elektronisch. Dass der Schall einer geweihten Glocke jedes Unwetter vertreibe, ist ein alter Glaube, der physikalisch als widerlegt gilt. Zu beweisen ist aber auch nicht, dass das Läuten schadet. Also sicher ist sicher. Darüber hinaus soll der sonntägliche Wettersegen in der Kirche auch heute noch daran erinnern, dass der Mensch dem Wetter letzten Endes ausgeliefert ist. Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast. MKR, mehr Tiefgang für den Süden.